In diesem Abschnitt beschäftigen wir uns mit Auslösern. Auslöser können Aktionen aktivieren und deaktivieren und dienen unter anderem zum Festlegen von Interaktionen. Um Auslöser zu erstellen, öffnen wir eine Aktion. Die Aktion wird standardmäßig durch einen Auslöser zum Folienstart aktiviert. Um einen anderen Auslöser zu erstellen, öffnen wir die Eigenschaft Auslöser und legen einen neuen Auslöser-Button an. Ebenso wie in den Aktionen und 3D-Objekten können wir die Eigenschaften eines Auslösers einzeln bearbeiten. Wir legen noch zwei weitere Button an. Wie bisher auch ein Button grün mit grünem Text. Und einer passenden Position sowie ein Button für das rote Licht ebenfalls. Einer entsprechenden Position. Als nächstes ordnen wir jeder Lichtaktion ihren passenden Auslöser zu. Dazu gehen wir wieder auf die Eigenschaft Auslöser, aktivieren einen Auslöser und fügen ihn unter Verknüpft zu der Aktion Licht hinzu. Das wiederholen wir für das Lichtaktion. Man sieht, wie sich hier die Eigenschaft entsprechend ändert. Und für das rote Licht. Aktuell muss die Szene einmal gespeichert und neu geladen werden, damit die Buttons sichtbar werden. Anschließend können wir die Szene im Desktop Viewer betrachten. Im Desktop Viewer kann die neue Szene ausprobiert werden. Um Interaktionsauslöser einzuführen, habe ich zwischenzeitlich die Szene um drei Modelle ergänzt. Diese habe ich hier in den 3D-Objekten eingeführt. Es sind Knopf Blau, Knopf Grün und Knopf Rot. Eingefärbt habe ich die Knöpfe durch Erweiterung der Einfärben-Aktion. In Einfärben Blau zum Beispiel sind die ausgewählten Teile jetzt deutlich mehr. Es gibt ja einen Zylinder, den ich mit hinzugenommen habe. Gleiches gilt für Einfärben Grün oder Einfärben Rot. Auch hier sind zusätzliche Modelle eingefärbt worden. Die Knöpfe sollen nun als Ausschalter für die Lichter dienen. Dazu wechseln wir in die Aktion Lichtblau und wählen die Eigenschaft stoppender Auslöser. Hier erzeugen wir einen Interaktionsauslöser,
durch Klick auf den Plus-Button und Auswahl von Interaktionen. Diesen benennen wir entsprechend um. Und wählen die entsprechende Geometrie zur Interaktion aus. Schließlich verknüpfen wir den Auslöser mit der aktuellen Interaktion Lichtblau. Ebenso erstellen wir zwei weitere Interaktionsauslöser. Ausschalten grün. Und ausschalten rot. Diese müssen noch mit den entsprechenden Aktionen verbunden werden. Licht grün erhält das Ausschalten grün. Licht rot erhält als stoppenden Auslöser Ausschalten rot. Zum Testen speichern wir die Szene und prüfen im Desktop-Viewer. Im Desktop-Viewer öffnen wir die Szene und schalten die drei Lichter über die Buttons an. Mit Klick auf die Knöpfe können wir die Lichter wieder ausschalten. Die gleiche Szene können wir mit dem SteamVR Viewer